Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom kleinen Drechsler. Und heute gibt es mal ein bisschen Wegepflege, weil hier an unserem Wald runter geht ja so ein Schotterweg, beziehungsweise war mal ein Schotterweg. Aber das Problem ist eben, da oben hat es einen Acker und es ist eben hier auch am Berg und da fließt dann eben auf dem Weg immer das ganze Wasser. Was zur Folge hat, dass es den Schotter wegwäscht und von oben von dem Acker eben einen Haufen Humus runterspült. Und deswegen sieht man jetzt von dem Schotter fast gar nichts mehr, bloß noch ganz unten. Und wenn es dann eben wirklich viel regnet, dann wird es dann eben so matschig, dass man da eben fast nicht mehr fahren kann. Und das hat man ja wahrscheinlich auch schon im einen oder anderen Video gesehen, was das denn hier einfach für eine Schlammschlacht wird. Und die Sache ist eben, hier ist dann jetzt auch gar nicht mehr abgetrocknet. Na gut, dieses Jahr ist ja sowieso schon arg nass. Aber das Problem ist eben, hier hat es dann so richtig so ein bisschen eine Senke gegeben und da ist dann eben immer das Wasser drin gestanden. Und deswegen haben wir da jetzt mal mit dem Bauhof geschwätzt, wie wir das hier mit dem Weg machen, ob die da mal wieder ein bisschen einen Schotter hin tun könnten. Aber da haben sie jetzt gerade keine Zeit dafür gehabt, aber haben uns dafür angeboten, dass wir bei denen Schotter holen können und dann einfach selber hinkippen können. Und nachdem das nicht weit zum Fahren ist, haben wir gesagt, ist doch eine gute Sache. Und einen Bagger habe ich ja sowieso und einen Anhänger, dann können das ja auch wir machen. Und wie ihr seht, einen Anhänger voll Schotter haben wir schon geholt und den würde ich sagen, kippen wir jetzt einfach mal hier hin, tun ihn dann noch mit dem Bagger ein bisschen verteilen und dann schauen wir mal, wie viele Anhänger wir hier brauchen, bis der Weg wieder in einem halbwegs guten Zustand ist. So, die erste 2,5 Tonnen haben wir jetzt mal abgeladen und dann würde ich mal sagen, holen wir mal den Bagger und tun es mal mit dem hier ein bisschen verteilen. Die erste Ladung ist verteilt. Wir haben jetzt auch vorher, wo es geregnet hat, gleich nochmal einen zweiten Anhänger geholt. Und das kommt dann eben hier jetzt in die Fahrspuren rein. Und da probieren wir jetzt auch einfach mal das Ganze seitlich vom Hänger runter zu kippen, wie das so funktioniert. Natürlich, da müssen wir dann eben halt einfach so ein bisschen ankippen und dann eben mit dem Rechen runterziehen. Weil wenn man wirklich so weit kippt, dass es so richtig ins Rutschen kommt, dann kommen halt die kompletten 2,5 Tonnen auch so runter. Thank you.
So, jetzt haben wir hier nochmal einen Anhänger hier so in die Spur reingeleert. Und da ist natürlich schon auch praktisch, wenn man halt einen 3-Seiten-Kipper hat, wo man zur Seite kippen kann. Ich würde mal sagen, 90% der Zeit kippe ich eigentlich immer nach hinten. Aber ab und an ist eben halt doch mal was, wo man eben zur Seite kippen muss. Und da ist es dann eben mega praktisch. Ja, und dann würde ich sagen, brauchen wir jetzt vielleicht nochmal so 3 Anhänger voll. Jetzt haben wir hier einmal einige Tonnen an Schotter hingekippt und gerade das mit dem so seitlich und dann fahren, wenn man da zu zweit ist, funktioniert eigentlich recht gut. Und da haben wir hier jetzt nochmal einen Anhänger geholt, das müsste jetzt auch der letzte sein. Das können wir jetzt dann da unten noch verteilen und dann eben da unten in der Kurve da noch ein bisschen was hin. Und dann sieht es doch hier auch wieder so richtig aus wie ein Weg. Und was man schon so sagen muss, hier mit dem Gespann, gerade mit dem Anhänger, kann man schon ganz schöne Mengen transportieren und dann eben auch entspannt abgeben, weil das ist ja jetzt schon auch ein gewisses Gewicht. So Schotter ist ja nicht gerade leicht, aber trotzdem funktioniert das so wirklich super. Und ich habe den Anhänger ja auch wirklich oft im Gebrauch. Mit meinem Bagger- und Gartenservice tue ich da oft mit Schotter transportieren, Bodenaushub direkt dann drauf baggern oder natürlich halt auch meine ganzen Maschinen transportieren und so. Und da ist das wirklich echt praktisch, weil der hat auch so eine schöne Größe. Man bringt alle seine Maschinen drauf, aber er ist eben noch nicht so groß, dass man gar nirgendwo mehr reinkommt. Weil es ist ja schon auch oftmals so, irgendwie im Wohngebiet dann
sind die Straßen nicht sonderlich breit. Und wenn man dann irgendwie eine Einfahrt oder in den Garten reinkurven muss, da ist man hier so mit denen Anhänger und Autogröße schon wirklich am Limit. Also noch größer dürfte auch nicht mehr sein. Und vor allem dann geht ja auch wieder die Zuladung runter. Wenn die Anhänger dann mal noch größer werden, werden sie ja noch schwerer. Und da finde ich hier so die 3x1,80 Meter schon eine wirklich sehr schöne Größe. Also fahren wir jetzt noch mal ein paar Meter runter und kippen das da dann auch noch vollends hin. Ja, und auch gerade, dass es eben ein elektrischer Kipper ist und man den eben übers Handy steuern kann. Das ist halt schon einfach echt mega praktisch, weil so hat man halt immer die Fernbedienung dabei, muss die nicht immer noch irgendwie mitnehmen, sondern hat die eben immer in der Tasche und kann dann eben auch aus dem Auto raus eben abkippen. Dann wollen wir das Ganze jetzt natürlich auch noch ein bisschen verdichten. Und dazu nehmen wir hier die alte Rüttelplatte mit dem guten Ferryman Diesel, die wo ich vor einem halben Jahr oder so wieder zum Leben erweckt habe. Da war ja Wasser im Motor, ist lange draußen gestanden und schon viele, viele Jahre nicht mehr gelaufen und haben eben auch Teile gefehlt und so. Aber ich habe ihn wieder zum Laufen gebracht und jetzt kann man auch wirklich damit arbeiten. Ja, also jetzt haben wir das alles mal gerüttelt und wie ihr seht, der funktioniert jetzt eigentlich echt super und was man schon auch sagen muss, der läuft mega gut an. Also auch wenn es kalt ist, einmal entspannt ankurbeln mit dem Dekompressionsmittel, kurbelt man ein paar Umdrehungen und dann läuft er problemlos an. All das muss ich sagen, finde ich auf jeden Fall richtig beeindruckend, wenn man denkt, dass das von alter Motor ist, Dieselmotor, ohne Vorglühen, ohne irgendwas, auch bei wirklich kaltem Wetter, entspannt von Hand ankurbeln, funktioniert top. Und auch so ansonsten rüttelt gut, funktioniert eigentlich alles, raucht auch nicht mehr ganz so arg. Natürlich, man muss sagen, manchmal tut er schon so ein bisschen schwarz rausrauchen, aber ist halt auch ein alter Diesel. Und wenn der halt Volllast läuft, dann gibt es halt auch mal ein schwarzes Rauchwölkchen. Aber ansonsten macht er seinen Job und funktioniert soweit echt zuverlässig.
Und dann jetzt vielleicht auch nochmal kurz zu dem Bagger. Das interessiert ja auch immer viele, schreiben mich viele an, wie ich denn mit dem so zufrieden bin und wie der so ist. Und ich muss wirklich sagen, ich finde ihn eigentlich echt nicht schlecht. Natürlich, er kommt aus China, aber ist eben kein so ganz günstiger China-Bagger, sondern eben ein bisschen teurer. Und das ist eben auch, bloß weil es aus China kommt, heißt jetzt nicht, dass es zwangsläufig schlecht ist. Und wenn man da eben das Allerbilligste aus China nimmt, dann ist das eben meistens von der Qualität her nicht so das Allerbeste. Aber wenn man da eben was Besseres kauft, auch wenn es da eben made in China ist, heißt das nicht unbedingt, dass das schlecht ist. Weil ich habe jetzt mit dem hier auch in den letzten Wochen so circa 70 Stunden gearbeitet und der macht seine Sache echt gut, ist angenehm, baggert sich gut, jetzt auch nicht anders wie ein Kubota oder so. Und man kann mit dem wirklich schaffen und halt auch, wenn man ihn wirklich ein paar Mal die Woche auf irgendwelchen Baustellen einsetzt. Und wie schon mal erwähnt, wenn ihr euch für so einen interessiert, könnt ihr auch mal bei mir vorbeikommen und den euch mal anschauen bzw. auch mal Probe baggern. Ja, also ich würde mal sagen, der Weg sieht wieder besser aus wie neu damals. Und ich glaube, jetzt kann man hier auch wieder deutlich besser fahren, weil das ist eben schon im Sommer, da geht es schon. Aber hier jetzt im Winter bzw. jetzt auch nur im Frühling war es eben hier so matschig, weil eben es da immer den Humus runter gewaschen hat und so. Und jetzt haben wir den hier mal ein bisschen da unten weggetan und da jetzt wieder Steine und Schotter reingetan. Und jetzt soll es auf jeden Fall wieder eine deutlich bessere Sache sein. Weil das war eben schon, war halt eben immer Matsch, auch wenn es schon länger nicht mehr geregnet hat, weil die Läuser eben so tief waren, dass dann da drin das Wasser gestanden ist und gar nicht mehr rausgetrocknet ist und Algen hat es reingegeben und war halt einfach eine Mischere. Weder zum Fahren noch zum Laufen noch für sonst irgendwas. Und jetzt haben wir hier wieder einen richtigen Weg, wo man eben auch mit dem Anhänger jetzt wieder gescheit raufkommt, weil jetzt geht es ja auch langsam wieder ans Brennholz holen. Das müssen wir jetzt auch irgendwann mal machen, weil der nächste Winter kommt gewiss, schon bälder wie man denkt wahrscheinlich, und da ist jetzt der Weg auf jeden Fall dafür vorbereitet. Ja, also damit würde ich sagen, sind wir hier fertig und packen jetzt wieder alles zusammen und dann geht's ab nach Hause. Also dann, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss!